Fuß der Sonnenpyramide. Die ist 220 Meter hoch, vierseitig. Die Nordseite, das ist die Seite rechts, links die Ostseite, hinten ist die Südseite und von der ganz anderen Seite die Westseite. Ja, die ist vierseitig und die Nordseite, die ist dem kosmischen Nord ausgerichtet. Die beste Ausrichtung unter allen Weltpyramiden überhaupt. So, 0 Grad, 2 Minuten, die Abweichung der Cheops-Pyramide vom Giza-Plateau. 0 Grad, 0 Minuten, 12 Sekunden. Soll auch unter anderem als das Beweis dafür sein, dass das wirklich kein natürlicher Hügel ist. Dabei, wenn man sie, die ist 220 Meter hoch, wenn der Fuß der Sonnenpyramide über den Häusernblock liegt oder fängt. Dabei sieht es auf den Satellitenaufnahmen sieht es danach aus, als ob der Nordhang ganz weit zu dem Pyramidental reicht. Dann ist das vielleicht sogar 300, nicht 220, doppelt so hoch wie die Cheops-Pyramide, 147. 220 ein Drittel her, 300 doppelt so hoch wie die Cheops-Pyramide. Und links ist die Liebespyramide, sehen Sie. Rechts ist die Sonne, links daneben ist die Liebespyramide. Die anderen Pyramiden werde ich euch später zeigen. Und der Tunneleingang, wo wir uns heute getroffen haben, 3000 Meter rechts Richtung West, nordwestlich von der Sonnenpyramide entfernt. So, stellt euch mal vor, wenn die anderen Pyramiden auch hinten sind, hinten liegen und wenn der Tunneleingang außerhalb von dem Dreieck liegt, wenn ich sage Dreieck, was verstehe ich dann darunter? Die drei wichtigsten Pyramiden, Sonne, Mond und die Drachenpyramide, liegen in dem gleichseitigen Dreieck. Wenn man los von dem Gipfel der Sonne zu dem Mond zu der Drache und von dem Drachen zurück zu dem Mond, Gipfel, Sonnenpyramidengipfel geht, dann kriegt man den gleichseitigen Dreieck mit dem jeweiligen Abstand von 2200 Meter dreimal. So, stellt euch jetzt mal vor, wir haben den Dr. Sam Osmanagic, der die Pyramiden entdeckt hat, der hat den Tunneleingang 3000 Meter außerhalb von dem Dreieck entdeckt. Stellt euch jetzt mal vor, wenn es den Tunnel überall 3000 Meter außerhalb, sowohl als auch innerhalb von dem Dreieck unten hat, dann ist das wahnsinnig viel lang. So das längste Tunnelnetzwerk unter irgendwelchen Weltpyramiden überhaupt. So, wir haben die ältesten Pyramiden, die größten, dem größten Tunnelnetzwerk, die älteste Schrift. Bosnien ist wirklich ein Land der Vielseitigkeiten und den Gegensätzen, den Extremen. So, die Sonnenpyramide, die ist von der Vegetation und den Bäumen bewachsen, so den Humusschicht und der Vegetation. Und das sind die Adriapinien, über den wir heute mal geredet haben, die man nirgendwo sonst außerhalb hier wachsen sieht. Wegen den Hohlräumen, Temperaturunterschied, konnten die mediterranischen Pflanzen nur auf der Pyramide hier wachsen. Und ich habe es auch über den Granateneinschlägen gesagt. Die Granateneinschlägen haben immer wieder den Echo, den Schall, den Ton erzeugt, die Explosion und dann so 20 Sekunden Resonanz und dann hört das langsam auf. Wir wussten nicht, zwischen 92 und 95 während der Kriegszeit, wo der Schall herkommt. Uns ist das erst nach der Pyramidenentdeckung klar geworden. Und dann werde ich euch ein Gebäude an der Ecke zeigen, das Haus, die Außenmauer sind von dem Pyramidenstein. Man hat die Mondpyramide während der Vergangenheit vor 100 Jahren und vor 200, 300 Jahren als Steinbruch benutzt. Es ist oftmals dazu gekommen, während der Ausgrabung auf dem Mond, dass wir den Stein nicht gefunden haben, nur den Lehm, weil man den Stein als Baustoff verbraucht hat. Man dachte, das war nur ein Steinbruch. Ich habe einen Artikel 2007 geschrieben über die Tatsache, dass die ganz vielen Gebäude in Sarajevo und auch bei uns in Visoko von dem Stein erbaut wurden. Ganz viele Dorfbewohner außerhalb von der Mondpyramide haben ihren Häusern auch von dem
Pyramidenstein erbaut. Und das werde ich euch alles zeigen. Auf dem Pyramidengipfel gibt es die Königsstadt, die Festung, die Überreste, die Mauer der Festung. 900 Jahre vor heute, meine Damen und Herren, Visoko war die bosnische Hauptstadt. Dabei war der Staat doppelt so groß wie heute. Und das sagt uns dann, dass sich die bosnischen Könige den Pyramidengipfel nicht umsonst ausgesucht haben. Und dass trotz der Tatsache, dass es keine Fakten gibt, die uns Pyramidenexistenz bestätigen. So, das heißt, die Menschen vor 900 Jahren offiziell, die wussten nicht, dass es hier Pyramiden gibt, aber die Könige sind nicht umsonst hier gewesen. Sie haben sich den Gipfel gerade deswegen ausgesucht, weil sie die Energie oben gespürt haben. Und das ist gerade die Stelle, wo man die Frequenz gemessen hat, Energiestrahl, die ganze Tunnelgänge, die Energie aus dem Tunnelnetzwerk, die geht in die Pyramide hinein, die verstärkt sie und die kommt oben aus dem Gipfel hinaus. 4,5 Meter Radius auf dem Pyramidengipfel, 4,5 Meter Radius, elektromagnetische Frequenz, 28 kHz, die nimmt immer weiter zu, je höher, die nimmt desto anstatt schwächer, die wird immer stärker. Und das ist kabelloses Informationsversand, der Beweis, dass die Sonnenpyramide nicht nur die größte Pyramide der Welt ist, sondern auch die größte Weltantenne. Die Skalarwellen ist das, was die Wissenschaftswelt am meisten beeindruckt hat. Kabelloses Informationsversand, Millionen von Malen, Milliarden von Malen schneller als die Lichtgeschwindigkeit.